Und hallo und herzlich willkommen. So, jetzt sind wir hier wieder bei World of Warcraft, Mist of Pandaria. Und ich habe euch eine eventuelle Ankündigung zu machen, wenn die Folge rauskommt. Werdet das ihr dann vielleicht schon gemerkt haben. Kommt ganz drauf an. Denn bei Risen komme ich irgendwie nicht weiter und ich habe bei der vorletzten, bei der letzten Folge nicht das einem nachgemacht. Sondern ich habe das wirklich nicht geschafft. Ich bin halt nicht so gut im Snipern oder irgendwelche gut die Ziele. Ich kann das lieber, wenn ich das anchargen oder irgendwie kann, so wie der Krieger uns das gerade vorgemacht hat. Und jetzt müssen wir hier von den also, das heißt, entweder mache ich dann noch weiter oder nicht. Ich muss halt gucken, wie ich das schaffe, ob ich, also wie ich das, wie ich da weiterkomme, so. Und jetzt wollen wir erstmal, also, entweder machen wir da weiter oder nicht. Da kommt, ihr interessiert euch ja mehr hier so für WoW und für Minecraft und für Pokémon. Ich bin halt so, mich frustriert das, wenn das nicht bei mir so klappt, direkt auf Anhieb oder bei mehreren Versuchen oder so, dann bin ich leicht, ja, abgefuckt, sag ich mal so. Müssen wir halt mal gucken, wie das läuft. So, von diesen Insekten hier kriegen wir die neuen, kriegen wir diese starken Pollen. Manche Folgen, die jetzt davor waren, sind nur 10 Minuten lang. Das hängt aber von dem Programm ab. Das denkt, ah, Mr. Pandaria, so eine super Grafik, da machen wir, können wir die Folgen leider nur 10 Minuten lang machen, weil direkt nach 10 Minuten haben wir 4 GB erreicht. Bei dem Open Broadcast irgendwie sieht das nicht so aus. Aber naja, ich habe jetzt auch noch eingestellt, dass man schnellere Spiele spielen kann. Das müsste dann vielleicht das verhindern, dass das Spiel abstürzt oder hängen bleibt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das runter machen könnte, dass man da. So. Jetzt den da oben noch. Oder sie. Das kann man leider nicht wissen. Ich habe mich schon mal für die neue INI angemeldet. Entweder kommen wir da jetzt dieses Mal rein oder beim nächsten. Bei der nächsten Folge. So, was wollen wir denn dann? Die Blütenweber töten. 7 Stück. Und erteilt einen Auftrag. Ja, dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Leder. Glaube ich. Zu wissen. Wie viel haben wir denn bis jetzt? Ich glaube, wir können jetzt schon einen Auftrag machen. Das können wir jetzt gleich mal machen. Wenn wir zum Bleistift die ganzen Missionen hier erstmal gemacht haben. So. Wo sind denn hier die Blütenweber? Ja. Sind das diese? Diese komischen heilenden Pflänzchen da, die so aussehen wie Menschen oder so Humanoide sind? Oder welche waren das noch einmal? Das sind bestimmt nicht die da. Das sind die rankenverschlungenen Ochse. Ich glaube, nach der Folge muss ich erstmal kurz auf Toilette gehen. Weil sonst halte ich dann nicht aus. Ich hatte gedacht, man hätte jetzt, wenn mal einmal mit seinem Charakter, sagen wir mal mit meinem Magier, den er schon gesehen hat, wo ich euch schon was von erklärt habe. Was ist denn mit dem hier? Der Gück nur. Der Schurke. Kennt man hier an dem Gift da drunter? Ja, doch, ihr seht das auch, glaube ich. Oder da seht, habt ihr ja jetzt da, tödliches Gift.
Man muss immer so ein bisschen ein Auge dafür haben. Oder man kriegt irgendwann ein Auge dafür. So, wo sind denn die, die wir hier brauchen? So ein bisschen müde bin ich. Die letzten Tage waren nicht gerade unaufregend. Oh. Helf mal dem, der doch mal gerade. Naja, ich hätte jetzt gedacht, wir hätten was bekommen, aber irgendwie war das nicht so der Fall. Wo ist denn jetzt, was brauchen wir denn hier? Sind das diese Glubschi-Fische? Nee. Da kommt er nochmal. Was sind das nur für Dinger nochmal? War mir nicht mehr ganz so sicher. Da ist ein Pegasus. Das ist aber der Jäger, der gerade hier wieder auferstanden ist. Oder wieder in seinem Körper zurückgegangen ist. Was haben wir denn da? Eine Paladine. Erkennt man den Mana da unten? Das sind die. Ja, Blütenweber. In der Tat. Naja, soll der Jäger ruhig kommen, wenn er denkt, er braucht das gegen uns zu verlieren. Mir macht das lieber doch Spaß, wenn das hier so einfach, so schön, du kannst einfach spielen und ohne da. Ich mag nicht, ich hasse, ich kann das einfach nicht oder ich mag das nicht, wenn ich das nicht kann, dann mag ich solche Spiele nicht. Wenn du da, wie bei Tomb Raider bei dem, oder Tomb Raider oder wie auch immer, bei dem neuen Spiel dann, wo Ego-Shooter-Elemente da drin sind oder Action, ist mir ja egal, aber ist mir recht, aber nicht hier, ja, bitte nicht hier, ja, Ego-Shooter in jedem Spiel einbauen. Die Rollenspieler, die wollen Rollen, hier wollen, entweder wollen sie Jäger spielen oder was, ist ja egal, wenn sie da so ein bisschen zielen muss oder manche ist ja auch einfach, du klickst drauf und dann spielst, dann kannst du einfach schießen oder wie. So wie hier, wir müssen ja auch zu dem Gegner hin als Nahkämpfer. Aber bitte kann nicht überall, egal welche Spiele, einen Ego-Shooter draus machen. Ich will das ja mal versuchen. Ich habe mir das überlegt, ob ich das vielleicht mache. Vielleicht ersetze ich damit irgendwas. Weil leider kann man ja auch in der Sequenz, wo man da festhängen, ja nicht weiter woanders hin. Ich hatte jetzt auch eine Kopfbedeckung gekauft, aber das klappt irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. So, wenn wir dann jetzt hier noch drei von diesen Blütenweber getötet haben oder erledigt oder zur Strecke gebracht haben oder den letzten Stoß gegeben haben, dann wenn wir mal kurz zurück in die Garnison und dann Auftrag erteilen. Der Penny, und die bei uns in der Lederfabrik arbeitet, bei Lack und Leder. Teddybär? Nein, Quatsch. Weil danach können wir nämlich schon für uns selber Sachen herstellen. Weil es ja jetzt so geregelt, wenn jetzt egal, was du anfängst, du kaufst dir einen Char hier. Kommst in die Garnison, sagst ja, ein Stoffträger, was könnte der gut gebrauchen an Berufen? Entweder macht der Schneider und Verzett, oder er macht Ingenieurskunst, und für Ingenieurskunst brauchst du natürlich auch ein paar Waren, ein paar Pflanzen. Pflanzen kriegst du ja sowieso. Und dann wird sich Bergbau gut dazu eignen, weil du ja dann selber was abbauen könntest. Ich weiß jetzt nicht, was man noch so alles da brauchen kann. So, dann haben wir dieses auch noch. Und jetzt können wir noch erteilt einen. Ach so, das ist ja in der Garnison. Stimmt. So.
Wenn wir mal kurz hier unseren Runenstein nehmen und uns dahin teleportieren. Wir können ja hier hin und her fliegen. Haben wir noch genug Geld dafür? Das macht ja nichts. Wo? Jetzt läuft ja. Jetzt klappt. Jetzt kann man ja auch ein bisschen spielen. Wo ist denn die Penny? Nee, das ist nicht die Penny. Das ist unser dicker Tauren Paladin, Tauren Reit Flugle ach. Jo, bitte. So. Okay. Ja, aber für unsere Lederdingens können wir doch auch schon einen Auftrag machen, oder nicht? Jo, hat sich gelohnt. Haben wir das auch gemacht, aber in unserer Lederfabrik da unten kann man das doch auch machen. Oh, da verdurch ich mich da etwa. So einen Auftrag aufgeben, wo die dann da für uns herstellt. Da, Jenny. Okay, Gianni, so ist aber egal. So, wunderbar. Haben wir das auch? Oder müssen wir jetzt nur noch warten, bis sie. Achso, ist schon fertig. So, dann können wir uns ja jetzt schon ein paar Rezepte gucken, die wir brauchen können. So, was können wir uns denn da aussuchen? Rotes Tier, Rostierleder, Rezept zum Trommel. Nee. Was brauche ich Trommel? Erzähl mir das mal. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile davon? 5 Stück hat die uns, glaube ich, gegeben. Dann nehmen wir doch mal Beweglichkeit, Schultern. Achso, nur eins hat sie uns gegeben. Naja, eins ist besser als gar keins. Wie ist es denn hier? Lederverarbeitung. Helm, okay, 50 Leder. Naja. Ist denn, was haben wir denn, hatten Schultern, ne? Masch, ne. Sind Hosen. Ist Kette. 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 Kette kann man ja nicht. Weit ist denn Armschienen, Bruststück, Stiefel, Umhang? Nö. Plätze, Handgelenk, Rücken. Was haben wir denn hier? Ach, die haben das ja noch gar nicht erlernt. Ja, okay, sagt man nichts. Er findet es schon mal raus, wenn er dann gerade dabei ist. So. Show. Und da, genau die. Ja, die sehen interessant aus. Die kann man gebrauchen. So heißt es jetzt Lederfarmen, 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 Lederfarmen. Bis zum Erbrechen. Quasi. So, und jetzt werden. Ja, du mich auch. Jetzt müssen wir leider wieder dahin. Jetzt, aber wenn wir jetzt mal dann gleich in der Nähe sind, dann sollten wir vielleicht mal ausnahmsweise. Okay. Dann doch kommt es doch in der nächsten Folge, dass wir die neue hingehen. Ich hätte jetzt Bock, den noch ein bisschen weiter zu leveln. Ich habe jetzt noch einen Krieger auf 100. Mein Magier, der kann jetzt nichts mehr machen diese Woche. Außer die Dungeon Quest hier, die er immer bekommt. Heute will ich euch noch mal zeigen. Das Gebiet hier Feuer. Frost, Feuer, Grat haben wir ja schon alles gemacht, was man nur machen können. Nö. Ja, da sind wir weit gekommen, 3 cm. So, jetzt werden wir hier nicht wieder runterhopsen und uns die Beine brechen. Okay, der kann sich nicht die Beine brechen wie andere Charaktere.